Das weiß Philipp II. Zu nutzen, König in Nordgriechenland. Mit eiserner Hand hat er die Volksstämme im Nordosten zu einem Reich zusammengefügt, zum Königreich Makedonien. Philipps Streben zielt darauf, endlich auch die Vorherrschaft über die Stadtstaaten zu erringen und bei den Griechen Anerkennung zu finden. Auch will er dem Perserreich zuvorkommen, denn die Perser haben schon mehr als einmal die Zerstrittenheit der griechischen Städte für ihre Machtausweitung ausgenutzt. Über Land und übers Meer sind sie gekommen, haben Athen zerstört und Landstriche von Makedonien verwüstet. Philipp erzwingt einen Zusammenschluss aller griechischen Stadtstaaten im Korinthischen Bündnis unter seiner Führung. Es ist der Sommer 336 vor Christus, praktisch der Vorabend des großen Rachefeldzuges gegen die Perser. Philipp hat alle Vorbereitungen getroffen. Da wird er ermordet. Ein neuer Stern geht über Griechenland auf. Alexander ist der Sohn des makedonischen Königs. Und beim Tod des Vaters ist er gerade 20 Jahre alt. Alexander kennt die Ziele seines Vaters, seinen Traum von der Weltmacht. Schon den 16-jährigen Sohn hat Philipp mit in die Schlacht genommen. Erfolgreich befehligte der Junge den linken Flügel des Heeres. Und ihn schickte Philipp nach Athen, die Asche der Gefallenen in ihre Heimatstadt zu bringen. Kaum ist König Philipp feierlich beerdigt, macht Alexander seinen Anspruch auf die Nachfolge des Königs geltend. Grabkammern in Nordgriechenland, in Vergina. Sie lagen unter Erdhügeln und wurden erst 1980 gefunden. Hinter der mächtigen Tür aus Marmor ein kleiner Vorraum, dann der Ruheraum für den Toten. Eine Liegestatt, ein Bett aus Marmor. Über 2000 Jahre haben Dunkelheit und Abgeschiedenheit unter der Erde die Farben und die Muster der Malerei erhalten. Aber selbst die gigantischen, fest verschlossenen Marmortüren haben Grabräuber nicht abgehalten, viele der Gräber auszuplündern. Trotz der Plünderungen ist der Goldschatz, den man noch fand, beeindruckend. In diesem kleinen Kasten aus Gold, geschmückt mit dem Stern der Makedonier, wurde die Asche Philipps beigesetzt. Einen schweren Kranz aus Eichenlaub, aus purem Gold gefertigt, trug der König, als er ermordet wurde. Die Krone der Königin. Musik.
Wer nun ist dieser Alexander von Makedonien? In der lieblichen Ebene Nordgriechenlands wächst Alexander auf. Der König holt aus Griechenland die besten Lehrer für seinen Sohn. Aristoteles, der größte Philosoph seiner Zeit, unterweist den Knaben in Politik und Philosophie. Wie ein Teppich schmückt dieses Mosaik aus Kieselsteinen den Boden eines Saales im Königspalast. Dargestellt ist eine Jagdszene. Die Jagd fördert das Geschick im Umgang mit den Waffen, Reaktionsschnelligkeit und Sicherheit im Reiten. Die Jagd ist die wichtigste Freizeitbeschäftigung am Hofe. Alexander auf der Jagd mit seinem Freund Krateros. Alexander wird von einem Löwen angegriffen. Krateros erschlägt den Löwen. Alexander wird seinen Freund später zum General ernennen. Nach dem Tod König Philipps erheben sich Volksstämme auf dem Balkan. Auch einige griechische Stadtstaaten glauben, mit dem 20-Jährigen leichtes Spiel zu haben. Eine gute Möglichkeit, sich aus dem Bündnis mit dem nordgriechischen König zu befreien. Alexander führt sein Heer zunächst gegen die Aufrührer im Norden, dann besiegt er die Stadt Theben. Erschreckt geben die anderen Stadtstaaten ihr Vorhaben auf, Alexander zu stürzen. Im Jahre 334 vor Christus bricht Alexander zum Feldzug gegen die Perser auf. Mit einem Heer von etwa 30.000 Soldaten und 5.000 Reitern setzt er über den Bosporus und betritt asiatischen Boden. Alexander geht vor Troja an Land. Fest stößt er seinen Speer in die Erde. Mit dieser symbolischen Geste nimmt er das Land für die Griechen in Besitz. Gleichzeitig will er damit sagen, dass er sich als Nachfolger der griechischen Helden versteht. Über die Familie seiner Mutter glaubt er, ein Nachkomme Achills zu sein. Dessen Schild nimmt Alexander aus einem Tempel in Troja und wird ihn fortan mit sich führen. Für den persischen Großkönig ist das kein Grund zur Besorgnis. Auch für ihn ist der Aufmarsch des jungen Griechen nur ein Geplänkel. Alexander zieht die Westküste Kleinasiens entlang, befreit die griechischen Städte. Der Stadt Priene spendet er das Geld für die Fertigstellung des Athene-Tempels. Der von den Persern zerstörten Hafenstadt Milet verhilft er mit Geld zum Wiederaufbau. Dann pilgert er die heilige Straße nach Didyma hinab. Didyma war ein Heiligtum, vergleichbar etwa mit dem Heiligtum Delphi. Der mächtige Tempel war Apoll geweiht. Auch Didyma beherbergte ein Orakel. Es war zeitweise noch berühmter als das Orakel von Delphi. Anstelle der Priesterin Pythia, die in Delphi den Spruch des Apoll kundtat, war hier ein einfacher Hirte Verkünder des Orakelspruchs.
Die große Zahl der Säulen der Vorhalle unterscheidet diesen Tempel von den älteren in Griechenland. Er muss in seiner Größe und Pracht noch beeindruckender, fast furchterregend gewesen sein. Alexander zieht mit seinem Heer weiter. Er stellt sich jeder Schlacht und siegt.